Als ich letztens für einen Vlog durch die Straßen von Kameoka gelaufen bin, habe ich von hinten ein Auto gehört, was mich total angeschrien hat. Jetzt werdet ihr euch denken, was? Ein Auto hat mich angeschrien? Ja, das passiert in Japan öfter mal, wenn Wahlkampf ist. Dann fahren nämlich so Wahlkampfautos durch die Straßen mit riesigen Lautsprechern drauf, die richtig, richtig laut sind und wirklich durch die ganzen Straßen bzw. den ganzen Ort hallen. In diesen Autos sitzt in der Regel ein Politiker oder eine Politikerin, die eben ihr Wahlprogramm da rumschreien bzw. sich bedanken für die Unterstützung und sagen, ja, ich bin die Person so und so, ich stehe für bessere Kindererziehung in dieser Stadt ein. Das hat zum Beispiel die Frau geschrien, die ganze Zeit hinter mir hergefahren ist oder immer wieder an mir vorbeigefahren ist mit ihrem Auto. Und ein paar Unterstützer, die sind auch noch in dem Auto und die winken immer super freundlich einem zu. Ja, auch mir, als ich an denen vorbeigegangen bin, haben mir super freundlich zugewunken. Und das passiert dann für ein paar Tage, bis eben die Wahl ist. Ich habe die sogar bis auf den Berg schreien gehört, um ehrlich zu sein. Ich war irgendwann dann oben auf dem Berg und habe das Hallen von unten vom Tal, wo die rumgefahren sind, immer noch oben auf dem Berg gehört. Also wirklich unglaublich penetrant und ich finde, es passt auch einfach nicht so ganz zu dieser Idee des Meiwaku in Japan, dass man ja niemand anderem zur Last fallen soll und immer darauf achten soll, dass man niemanden belästigt. Die Dinger sind die größte Belästigung in Japan, die mir je begegnet ist, ehrlich gesagt. Das ist so störend und laut. Es nervt einfach nur diese Wahlkampftage. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das einfach mal zeigen. Jetzt im Anschluss findet ihr den Clip mit dem Originalton, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie laut die Dinger wirklich sind und wie das Ganze so aussieht. Ich hasse die Dinger und wie gesagt, für mich ist das einfach nur Meiwaku, was die hier machen mit diesen Politikerautos. Das geht wirklich gar nicht. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. こんにちは。最後まで西口住吉日本一子育ての幸せい町亀岡を作ります。花ある地球させます。西口、西口住吉、亀岡でございます。こんにちは。こちらは石川銀行を西口住吉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 住